Beruf ist, glaube ich, von außen betrachtet einer der interessantesten, tollsten, aufreibendsten Berufe, die man sich so vorstellen kann. Weil man jetzt nicht am offenen Herzen operieren muss und aber trotzdem Verantwortung tragen muss für etwas, wo man den Ausgang nicht genau kennt. Das ist immer ein Rätsel, ein großes. Und ich mag Rätsel, glaube ich. Die größte Herausforderung bei dem Stück war erstmal, dass es kein Stück ist, sondern tatsächlich ein Roman, der aber auch noch irgendwie einfach am Ende abbricht. Das ist eigentlich wie ein Roadmovie, nur dass es weder wirklich eine Straße gibt, noch wirklich ein Movie ist. Und man muss aber bei dem jetzt dann zu werdenden Stück erstmal rauskriegen, wie macht man es zu einem Stück und wie stellt man etwas her, weil es tatsächlich besonders ist bei diesem Roman respektive Stück, dass die Umgebung tatsächlich eine Rolle mitspielt in dem Ganzen. Sie ist wie eine eigene Figur, weil sie eine Atmosphäre herstellt von Beklemmung, von Rätselhaftigkeit auf ungute Art und Weise, Undurchschaubarkeit, feindlich. Und das war die große Aufgabe, wie kriege ich das hin, alles in einem Raum. Jeder Florist hat, glaube ich, mehr Probleme als ich und trotzdem stellt man sich es einfacher vor, aber ich glaube, das ist nicht die Lösung. Ich bin exakt richtig da, wo ich bin und muss dann halt manchmal auch mal die Backen zusammenkneifen, wenn es schwierig wird. Ich bin Matthias Koch und ich bin Bühnenbildner.